Die schlafen hier alle, die Schweinebacken. Kannst du irgendwo was schlafen dazulegen? Warte. Leg dich schon mal hin. Ist Tag. Gut. Gut. Wo war der, der Kohle will? Nein. 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 Hä? Ich glaube, die Gefängnisse sind alle zu groß für die Villager. Warum? Wenn die hinten an der Wand stehen, kann man die nicht anklicken. Oh. Das hatte ich bisher noch nicht das Problem. Nö, ich warte einfach, bis die sich bewegt haben. Ich muss gerade mal ein paar Emeralds traden. Na, ich habe jetzt auch keine Emeralds mehr. Der muss so eine dämliche Brille aufhaben, der zweite. Oder? Wir hatten zwei die Kohle gegen Emeralds. Ich glaube, der Fischer war einer davon. Gott, wie sieht denn der aus? Er hat einen einer der Leute mit einem Strohhut. Aber so einen eher kleineren Strohhut und dunkleren. Ah, okay, dann ist es der da, an den ich nicht rankomme. Es müsste der sein, der. Ja, ist er. Also hat der auch Kohle verkauft? Also der tradet Kohle zu Emeralds, ja. Okay, weil ich bin mir nie sicher bei dem, weil ich verstehe nicht, warum der Kohle verkaufen sollte. Weil der hat bestimmt, um den Fisch zu braten. Ja, aber zum Beispiel der Butcher. Warte, nee, der, ich glaube, doch, der Butcher verkauft auch. Könnte sein. Was mich ärgert, ist, dass die Villager nicht so Berufe haben, die richtig auf Eldercraft. Weißt du, ich meine, dass so zum Beispiel es ein Villager gibt, der Minenarbeiter ist und dass du dann Minenarbeiter-Sachen da bei dem kaufen kannst, so. Ja, gut. Das wäre natürlich auch noch geil. So, da haben wir noch ein paar Sticks wegtradet. Oh lol, durch unsere Wither-Skeletten-Farm haben wir jetzt auch einen unendlichen Vorrat an Kohle. Also wirklich, wir können Kohle einfach hier farmen und dann wegtraden. Ich mach gerade bei mir unten im Keller weiter. Deswegen muss ich mal ein paar Emeralds traden. So, und der mit dieser komischen Brille, der war hier. Ich habe mittlerweile beinahe das beste Schwert, um Sachen zu farmen. Ja. So. Mit noch Sweeping Edge und Mending drauf. Ja, und einen Schub von Looting. Ich sehe gerade, hier fehlt ein Villager. Sicher? Der frei rumläuft, der ist nicht mehr da. Vielleicht oben? Stimmt. Warte. Ist der hier hinten? Hier also, ist gleich noch dran. Hier draußen, also oben sehe ich den jetzt auch nicht. Und dann habe ich eine Vermutung, was passiert ist. Kannst du die Treppe, die nach oben führt, abbauen und die durch einen Elevator ersetzen? Die haben doch 10 Herzen, die sterben da nicht sofort dran. Ja, aber Villager sind auch nicht die schlauesten. Ich kann das auch erst einmal provisorisch zubauen und dann setzen wir. Wir müssen ja nicht unbedingt dort den Elevator setzen, sondern. Ja, du weißt ja, dass man da wieder nach oben kommt, deswegen mache ich da einen Elevator hinsetzen. Nö, beim anderen Fahrstuhl unten mit dem Elevator dann hinsetzen. Ja, ich meine nur generell, dass man da hochkommt, deswegen kannst du da einen Elevator so ersetzen. Ja, das kann ich doch dann mit dem anderen Elevator verbinden, der aus der Mine hochgeht. Verstehst du es? So, dann baue ich nämlich das Ding hier jetzt in der Mitte ab. Dann
könntest du sogar hier eine Villager-Tötungsdings bauen. Dass du hier einfach eine Trapdoor, da wo die Säule war, eine Trapdoor setzt und Lava drunter. Dass man die da reinschiebt. Aber seltsam ist es trotzdem. Wobei, nee, da werde ich keine Tötungsanlage einbauen, wo die Treppe dann ehemalig war, sondern da werde ich dann die Möglichkeit bauen, sie nach oben zu, nach unten zu bringen, zum Zombifizieren. Oder so. Auf jeden Fall der Zaun hier draußen, das muss auch noch alles verschwinden. Oh, das mache ich aber nicht. Ihr habt den gesetzt, ihr baut den ab. Die Wolle hier nehme ich aber mit. Ja, gut. Dann gurken wir jetzt wieder zurück. Das heißt, erstmal Sound Option hier ein bisschen runterdrehen. So. Ich habe jetzt 10 oder 11 Stacks Kohle vertradet. Nice. Ja, ich brauche es ja für unten. Guck, was die noch so haben an Büchern. Oh Gottchen. Terrakotta werde ich unbedingt benötigen, wenn ich die Wände verbessern möchte. Natürlich schwarzen Terrakotta. Ich will bei der Mobfarm. Da muss ich selber erstmal gucken, welches besser ist. Ich kann ja auch an jeder Wand. Aber meinst du gebrannten Ton? Du kannst da weißen Terrakotta zum Beispiel nochmal umändern, dass da diese Bildmotivblöcke kommen. Genau, das ist zweimal gebrannter Ton. Da würde ich den schwarzen empfehlen, weil der schwarze ist mitunter hat das beste Muster. Du, das Ding hat so viele Wände, wir könnten jede Art von Terrakotta oder Betondorte verballern. Wir können jedes Muster immer da reinhauen. Oder dazu muss man das erstmal suchen, aber da würde ich sogar eher sagen, dass man sich ein Terrakotta-Biom sucht, anstatt das zu farmen und zu brennen. Ich bin gleich oben. Musik. So. Draußen rum auf dem Feld. Jetzt nicht mehr. Jetzt sieht die Wand hier richtig scheiß aus von Darko. Wollen wir jetzt wohl schnell auf Scheiß den Berg abtragen? Nee, ich will hier nur was hinsetzen. Ich brauche halt ein bisschen Platz dazu. Das da. Ich hab ein Problem. Welches? Ich kann mein Netherite-Schwert nicht mehr weiterhin verzaubern bzw. reparieren. Wie? Too expensive. Wow.
Dann war's das mit dem Schwert. Es hat zwar noch Durability und alles, aber... Ja... Hast du schon Mending drauf? Nee. Dann wird's ein Problem. Außer das Mending kostet dich nicht so viel Level. Wenn du Glück hast. Wow. 4 Level. Ich sehe, was du an die Wand gemalt hast. Ich könnte Darko jetzt ärgern. Ich stehe gerade hinter ihm in der Angelfarm. Dann soll er sein Glück beim Angeln versuchen. Was mache ich jetzt noch die letzten 10 Minuten? So, du meinst ja Aufnahme. Ich dachte, in 10 Minuten ist der Server aus. Nee. Hallo, geht ihr? Oh, ich muss mich hinlegen, es geht nicht anders. Könnte... Kannst du dich auch gerade hinlegen oder geht das nicht? Sofort. Spring gerade ins Haus. Liga. Jo, danke. Wieder da. Jo. Das und jetzt bei dir. Darko, ich hab mein Netherite Schwert kaputt gemacht. Was? Too expensive. Ich wollte es gerade reparieren. Oh je. Yeah. Es hat noch kein Mending. Ja, aber es ist damit doch dann nicht kaputt. Ja, aber wenn es schon beim Reparieren too expensive ist. Achso, und dann ist es auch automatisch. Ach, ja, ja. Ich gehe davon aus. Müsste man testen, ne? Ja, ich hab meins leider verkraftet. Ich hab keins mehr. Und du hattest es leider, glaube ich, auf die Picke getan, oder? Mhm. Ist natürlich ärgerlich. Wer war das denn? Du warst bestimmt CO2. Hat hier jemand im Keller abgeerntet? Was? Was abgeerntet bei dir im Keller? Du hast immer noch einen Keller? Warum sollte ich einen Keller abreißen? Klar habe ich einen Keller, hä? Die Frage bezieht sich darauf, ich weiß nichts von einem Keller. Ich habe, bevor du da überhaupt die Höhle angefangen hast, schon einen Keller gehabt. Du meinst das geheime Zuckerrohrfeld? Oh, wovon rede ich wohl? Ja. Das ist mein Keller, den ich später, weil wir Zuckerrohrprobleme hatten, umgebaut. Aber ich will einfach nur wissen, ob das jemand abgebaut hat oder ja, ob... Ja, ich... Okay. Ich bin ja, da das Zufall irgendwann mal drüber gestoßen. Wusstest du nicht, dass es dein Keller ist? Hätte mich ja
Hey, wie soll man da sonst reinkommen? Aber hat mich einfach nur gewundert, dass es in der ganzen Zeit nicht gewachsen ist, darum. Durch die Wand bauen, so wie ich das jetzt mal mache. Deswegen hängt der Banner an der Stelle. Ey, 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 ey. Übrigens, Tier 2, du kannst den einen, musst du einfach nur schauen, den siehst du sofort, den kannst du wieder umbringen. Der ist fertig getradet und hat nicht mehr ein Buch. Ja, wir müssen jetzt generell erstmal gucken, weil wir haben keine Blanco-Villager gerade mehr anscheinend. Ne, den letzten habe ich verbraucht gehabt. Ah, okay, deswegen. Und den kannst du auch wieder umbringen, der. Nicht. Sehr Niete. Da muss wieder Kohle rein. Ich brauche eine Werkbank da. Und wie viel Level krieg ich hier raus? 2, wow. Das ist ja voll gelohnt. Oh, noch 2 Level, dann habe ich 50 und alle 10 extra Herzen. Läuft! Ich habe nicht mal mehr 20 Level. Was wollte ich jetzt? Achso, ich brauche dieses das Zeug von hier unten. 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ach. Wenn die Stimme weg ist wegen dem Raucher, wegen der Raucherlunge, das ist immer schön. Dann hör auf zu rauchen. Nee. Eine Last muss ich haben. Okay, ich habe 2 Kaffee. Aber nee. Dass das Feld anlegen. Das ist halt das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, ich habe mal 5 Minuten Ruhe vor den Kiddies, wo ich wirklich entspannen kann. Noch später dann kommen sie mit raus zum, raus zum Rauchen. Nee. Nee, das fällt aus. Was sagst du jetzt? Das fällt aus bei denen. Das, die 10 Level. Ich komme gerade kurz zurück zu unserer Stadt. Ja, ein Level noch, dann habe ich die 50 Level voll da drin. Bitte Weizen erstmal nicht traden, ich würde jetzt gerne nämlich einen Villager haben erstmal. Weizen trade ich generell nicht, das brauche ich für die ganzen Kühe zurzeit. Über den Villagern tun wir jetzt ein Weizenfeld angelegt, damit ich da immer Weizen habe, um sie zu farmen. Sag mir nicht, dass einer gespawnt drinne. Hä? Über mir kann der nicht sein. Was denn? Ich höre bei mir im Keller einen Zombie. In der Redstone-Konstruktion. Nee. Ich sehe halt nichts. Ja, warte, ich komme mal rüber. Ich habe bei mir Dings Subtitles an. Dann sehe ich auch, in welcher Richtung was ist. Von den Sounds her. Weil ich habe das, was frei war, alles mit Cobblestone zugebaut gehabt. Das muss über mir sein. Ist gerade Nacht draußen, ne? Keine Ahnung. Ich höre ihn auf jeden Fall. Ach, ich hab'n, ist gut. Und wo war? Doch unten. Da ist eh mal noch 2 Dinger frei. Das mache ich jetzt ganz schnell dichte. So. Da einen hin. Dann
kann da auch nichts mehr spawnen. So, dann geht das jetzt hier unten nämlich weiter. Hier. Da kann ich setzen. Da kann ich ganz in Ruhe setzen, ohne Probleme. Ich glaube, in den Villager wird jetzt eine Weizenfarm gebaut. So, jo, mach das. Kannst du ja da drinnen bauen, wo frei ist. Ja, hatten wir ja vorgehabt. Ja, da müssen wir uns jetzt halt wirklich noch überlegen, wie machen wir das dort dazu. Bei diesen einzelnen sollen Glasblöcke setzen. Mit einer Tür nach draußen oder irgendwas ja, anderes. Glasblöcke. Gut, weil da kommen halt keine Mobs dann durch. Ist wahrscheinlich jetzt ein Minecart auf der Strecke, ich würde es gleich einsammeln. Ich bin gerade bei mir im Keller. Von was redet ihr gerade? Schon wird jetzt eine Weizenfarm angebaut. Und die Innenfläche, die da noch so gesehen ist, da wird die Weizenfarm hin und um das abzugrenzen, weil die Mauern ja irgendwann offen gemacht werden da oder der Zaun abgerissen wird. Wie wird die vernünftig einsperren, dass sie nicht raus können? Beziehungsweise keine Mobs hinkommen können. Ey, zumindest den Ehen-Villager oder die zwei Villager, die dort da abernten. Der wird keine abernten. Ach, machst du das mit Pisten und Wasser? Nee, ich will das manuell komplett haben, weil ansonsten haben wir vielleicht das Problem, dass wir die Villager nicht unter Kontrolle bekommen, wenn sie zu viele Mines spawnen. Ach so, ne, dann brauchen wir das doch dort nicht zumachen. Wenn du das manuell per Hand machst, dann kann das doch offen bleiben. Da kann ich sogar dann einfach ganz normal, oder du, die Eisenfences, die noch in der Kiste sind, dort setzen. Dass man auch in der Nacht... Ich kann automatisieren, dass ich das automatisch aberntet, aber das... Also auf die Presse, aber das wird erstmal noch nicht der Fall sein. Nee, dann nimmst du die Eisenfences draußen das, in der Kiste, das sind ja noch 2,5 Stacks oder so. Da baust du das, die Dinger dort rein und da ist auch safe, da kann man auch nachts dort abernten. Mal gucken, wie ich's mache. Das soll ja alles nicht das Problem darstellen. Perfekt, geht auch. Ah, nee, ich mach das 4 hoch. So.
den. 2, 3, 4.